Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir einmal gemeinsam beim 5er BMW die Innenraumfilter tauschen. Und zwar tauschen wir die Innenraumfilter gegen welche mit Aktivkohle. Ich weiß gar nicht, was da jetzt gerade drin ist. Auf jeden Fall werden wir Aktivkohlefilter einbauen. Die filtern noch ein bisschen besser als die ganz normalen Papierfilter und sind auch so ein bisschen antibakteriell durch diese Aktivkohleeinlage und sowas. Ja, sind etwas teurer als die Papierfilter, aber da man die ja nur einmal im Jahr tauscht, macht das fast keinen Unterschied. Und zwar hat der 5er BMW zwei Stück davon. Der hat nämlich auf der Beifahrerseite und auf der Fahrerseite ein. Daher achtet darauf, dass entweder im Lieferumfang zwei drin sind oder dass ihr auf jeden Fall zwei Stück bestellt. Wie gesagt, die alten Filter sind hinter diesen Abdeckungen. Ich mache mal die eine schon mal auf direkt und dann können wir gemeinsam mal gucken, wie der hier aussieht. So, Abdeckung einmal raus. Wie gesagt, da müsst ihr nur diese Metallklammer hier nach vorne ziehen und dann seid ihr auch schon direkt am Filter dran. Gar kein großes Werk. Und das ist hier dann der alte Filter, wie man sieht. Also der ist schon, da ist schon ziemlich viel Zeug drin. Also der hat schon seine Arbeit getan. So wie es aussieht, das ist hier ein ganz normaler, einfacher Papierfilter. Ich hole mal eben den Aktivkohlefilter und dann gucken wir uns mal eben schnell den Unterschied dazu an. So, hier haben wir die neuen Filter. Die sind von Fehby Bilstein. Die Artikelnummer heißt 12264. In dem Fall sind bereits zwei Stück im Lieferumfang enthalten. Also Fehby bietet die Dinger direkt als Doppelpack an. Wir öffnen einmal hier die Folie. Ich habe jetzt auch kein Messer gerade hier. Halb so wild, dann reißen wir es irgendwie auf. Doch ein Messer suchen. So. So, hier sehen wir auch noch mal eine Folie drum. So, und hier haben wir die beiden Filter, sind beide identisch, also links, rechts sind die Filter auf jeden Fall gleich, da könnt ihr nichts falsch machen. Und jetzt schauen wir uns mal den Unterschied an, also man merkt schon, dass der hier etwas schwerer ist als der normale Papierfilter. Und wenn man sich jetzt genau hier anguckt, ich komme mal eben näher, dann sehen wir, dass wir hier viel dickere Waben haben. Hier haben wir viel dünnere, feinere. Und hier haben wir dickere mit mehr Material halt drin. Ja, da sieht man halt richtig schön das ganze Gewobene und hier den Unterschied. Da sollte mehr als deutlich sein, der Unterschied. Ja, den setzen wir jetzt direkt mal ein. Umlaufend haben wir natürlich eine Schaumstoffdichtung. So, den habe ich jetzt irgendwie rausgenommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das jetzt genau war. So, mal schauen. So oder war das so? Beziehungsweise, wir müssen natürlich schauen, ach ja genau, das habe ich euch gar nicht gezeigt. Und zwar ist hier eine Markierung auf dem Luftfilter. Hier steht nämlich drauf Luft und ein Pfeil. Das ist im Prinzip die Luftrichtung. Also im Prinzip müssen wir den dann so rum einbauen, weil die Luft ja dann von oben durchströmt. So, Filter ist drin. Machen jetzt den Deckel hier drauf. Also im Prinzip führen wir den hier einfach nur wieder ein. Ja, natürlich hier so ein bisschen sauber. Zack. Zack. So, legen den einfach nur hier auf und klipsen die Spange hier wieder drüber. Fertig. Andere Seite. So, die andere Seite. Hier habe ich ein bisschen Taschentücher dazwischen zum Öl ablesen. Immer mal. Gut, hier die ganzen Zeug hier mal weg. So,
Und im Endeffekt, wie gesagt, zeige ich es nochmal hier die Klammer nach vorne weg, den Deckel hier hoch und einmal ganz easy rausziehen. Hier ein bisschen die Blätter noch beiseite. So. Und jetzt, wenn wir uns das hier angucken, der fällt hier auch schon so ein bisschen auseinander. Habt ihr jetzt nochmal schön den Unterschied. Ich denke mal, das ist klar. Man kann es gut erkennen. Also hier haben wir viel dickeres Filtermaterial als hier. So. Da ist auch ziemlich viel Dreck drin. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass der alte Filter auch falsch rum eingebaut war, weil da zieht sich ja die Luft von der Seite hier von unten, geht nach oben raus. Dann, das heißt, so rum muss das Ding. Also mit dem Pfeil nach oben. So, der war nämlich falsch eingebaut. Das heißt, da ist der auch falsch drin. Jetzt muss ich den nämlich da drüben gleich nochmal ein. Der passt auch viel besser jetzt hier rein, muss ich sagen. Der sitzt hier viel besser drin. Guck mal. So, Deckel rein. Deckel drauf. Klammer zu. So, und kurz die andere Seite nochmal korrigieren. So, nochmal den Deckel runter. Ja, das heißt, in dem Fall müssen wir so hier rein. Weil die Luft ja hier reingeht und der Pfeil jetzt nach oben zeigt, weil das sich von der Seite hier reinzieht. Hier oben rum rein und runter. So, Deckel wieder drauf. Passt alles, alles fertig. So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao.